Herzlich willkommen zum Vortrag zu Inkscape. Klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, ist nämlich auch ein Programmname oder ein bisschen konkreter, mit Bunt die Umwelt verbessern, denn das ist ja in diesem Jahr das Motto von Jugendhackt, mit Code die Umwelt verbessern. Es ist aber auch immer ein bisschen schöner, wenn es am Ende auch schön aussieht und deswegen eben mit Bunt die Umwelt verbessern, in 10 Minuten zum eigenen Logo. Den Untertitel, den kennt vielleicht der eine oder andere, ich habe den gleichen Talk oder einen sehr ähnlichen schon mal gehalten und zwar im vergangenen Herbst in Ulm. Und ich glaube, das wurde sogar auch aufgezeichnet und ist online. Könnt ihr euch also auch nochmal anschauen, sollte sich nicht allzu viel verändert haben. So, worum geht's? Es geht um Bunt, also um solche Grafiken zum Beispiel. Und dabei ist jetzt die Frage, wie sind denn solche Grafiken aufgebaut? Vielleicht habt ihr schon mal Fotos gemacht und gemerkt, wenn man in sowas ranzoomt, dann sieht es meistens so aus, nämlich ziemlich pixelig. Wir sehen hier, also das ist quasi diese Hintergrundgrafik, da sind solche Linien drauf. Und das ist jetzt rangezoomt an diese Linien und da sieht man, ist nicht ganz so schick und wenn ich das jetzt auf einen Banner drucken wollen würde, wäre es ein bisschen hässlich, um ehrlich zu sein. Das Ganze hätten wir eigentlich viel lieber so, nämlich mit schönen geraden Linien, dass man das super vergrößern, verkleinern, überall hinpacken kann, wo man es gerne hätte. Und jetzt ist die Frage, was ist denn genau der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern? Das eine ist eine Pixelgrafik, habe ich gerade schon gesagt. Wir benutzen das auch im alltäglichen Sprachgebrauch. Etwas ist verpixelt, weil es eben aus ganz vielen Bildpunkten zusammengesetzt wird. Vektorgrafiken funktionieren ein bisschen anders. Und zwar ist das eher sowas Richtung mathematische Berechnung. Das heißt, ich weiß, okay, da ist eine Linie und dann sage ich einfach nur, bitte zeichne mir diese Linie da lang und dann ist die immer schön scharf, egal in welcher Größe ich das jetzt gerade habe. So, was ist jetzt Inkscape? Vielleicht kennt der ein oder andere schon mal GIMP, das ist das Image Manipulation Program von GNU. Das heißt, das ist eben dazu da, um Pixelgrafiken zu bearbeiten. Inkscape ist quasi das Gleiche, nur eben für Vektorgrafiken. Das heißt, damit kann ich super genau solche Linien zeichnen und malen und kann die vergrößern und verkleinern und für alles Mögliche verwenden. So sieht das ungefähr aus. Man sieht hier verschiedene Teile, zum Beispiel haben wir auf der einen Seite einen Werkzeugkasten, wir haben unten so eine Farbpalette. Schon mal so als kleiner Vorausblick, da kann man draufklicken und dann verändert sich die Farbe der jeweiligen Objekte. Wenn ich mit der Feststelltaste und draufklicke, dann verändere ich die Linienfarbe. Das ist manchmal so ein bisschen sehr arbeitserleichternd, das schon mal so vorweggenommen. Ich habe oben Werkzeugdetails, ich habe auf der anderen Seite so allgemeine Funktionen. Und dann habe ich jetzt mal hier so Screenshots gemacht, einfach, dass man mal so einen Eindruck bekommt, was sind denn die wichtigsten Funktionen. Also ich will vielleicht jetzt, um ein Logo zu machen, einfach erstmal so ein Rechteck zeichnen. Und dieses Rechteck soll bunt sein. Und damit das bunt wird, kann ich einfach entweder über das Menü auswählen, also dass ich dann auf Objekt gehe und dann Füllung und Kontur auswähle. Ich persönlich bin super großer Fan von Tastenkombinationen. Ich mache das dann mit sowas wie Umschaltsteuerung und F. Dann öffnet sich dieses Menü und ich kann wunderbar meine Farben einstellen, kann die Füllung einstellen, kann die Kontur einstellen. Und das nächste Werkzeug, was ich super gerne benutze, ist Ausrichten und Verteilen, beziehungsweise mit Umschaltsteuerung und A. Und damit kann ich eben Dinge super einfach anordnen. Das sind so die beiden Sachen, wo ich sagen würde, wenn ihr anfangt, mit irgendwas mit Inkscape zu machen, dann merkt euch, ihr habt auf der einen Seite einen Werkzeugkasten und ihr könnt Objekte die Farben verändern, die Linienfarbe verändern, die Linienform verändern und eben auch die Ausrichtung verändern. Zum Beispiel, dass es am Ende so schön aufgereiht ist. So, das war erstmal so der ganz kurze theoretische Überblick, was ist das eigentlich, dieses Inkscape, was ich brauche, um Grafiken zu machen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Schauen wir uns nochmal ganz kurz praktisch an, wie das funktioniert. Ich habe hier einfach mal so Inkscape geöffnet, das ist ein ganz einfaches, leeres Dokument. Und da können wir jetzt schauen, vielleicht einfach mal ein Rechteck zeichnen, ist relativ easy. Hier an der Seite, ich hoffe, ihr seht es so ein bisschen, wo meine Maus da rumhuscht, hier an der Seite habe ich meinen Werkzeugkasten. Da kann ich einfach so ein Rechteck auswählen. Das geht auch alles easy über die Tastenkombination, hier zum Beispiel F4. Und mal da jetzt mal so ein Rechteck hin und sage, ach, das Gelb und das Rot gefällt mir. Das heißt,
Das ist jetzt hier alles in Englisch, sorry. Füllung, also die Füllfarbe, die ist schön, möchte ich noch ein bisschen mehr Gelb haben. Und hier hätte ich gerne für den Rand, den kann ich hier auch einstellen, hätte ich gerne noch ein bisschen kräftigeren Orangeton. Und ganz ehrlich, den Rand, den sieht man hier kaum. Das geht noch ein bisschen mehr. Dann kann ich hier sogar noch den Stroke Style verändern und das zum Beispiel ein bisschen dicker machen. Dann die Ecken so schön abecken. So, und dann habe ich zum Beispiel sowas. Jetzt geht es ja darum, ein Logo zu machen. Das ist jetzt schon so in Richtung Logo, reicht aber noch nicht wirklich aus. Ich hätte eigentlich ganz gern irgendwas Grafisches. Und ja, es ist in Inkscape auch möglich, Bilder als Vorlage zu nehmen, wie ich sie hier zum Beispiel schon mal ausgesucht habe. Hier habe ich 3 verschiedene Blumenbilder und wir gucken jetzt mal, ob ich die in Inkscape, also von solchen Pixelgrafiken, ob ich die in Vektorgrafiken bekomme, das heißt mit schönen, glatten, berechneten Linien. Und das mache ich einfach so, indem ich da drauf klicke. Dann habe ich hier oben diese kleine Möglichkeit bei Pfaden, also in Englisch Path, dass ich das eben einfach Trace Bitmap heißt das hier, das heißt, dass ich das nachzeichne. Ich kann hier so eine Live-Preview an- und ausschalten. Und wenn ich da jetzt einfach mal gucke, dass ich das irgendwie hier verändere, also den Schwellwert, kann ich gucken, dass ich zum Beispiel diesen Schmetterling ausschneide. Mit der Blume wird es dann schon ein bisschen schwierig. Man sieht hier so, okay, jetzt habe ich einen schönen Schmetterling, den man hier ganz gut erkennen kann auf dem Weißen, kann okay sagen, kann das Fenster schließen. Und jetzt habe ich hier so einen nachgezeichneten Schmetterling zum Beispiel, den ich jetzt auch in Orange füllen kann und vielleicht irgendwie in den Vordergrund holen und dann kann ich das in mein Logo reinbauen und dann kann ich da irgendwie so Schmetterling, was auch immer draus machen. So, wir haben gesehen, das ist gerade mit der Blume ein bisschen schwierig gewesen. Mit den anderen Blumen geht es ein bisschen leichter. Und zwar ist hier der Unterschied, wenn ich das nochmal so mache, also nochmal dieses Menü aufrufe, Trace Bitmap, und jetzt hier nochmal rumspiele an dem Schwellwert, sehen wir, dadurch, dass der Kontrast im Ursprungsbild zwischen Blume und Hintergrund viel größer ist, kann ich das auch viel leichter nachzeichnen hier. Und dann überlege ich mir, dass ich das vielleicht so schön finde, okay. Und dann habe ich da jetzt schon wieder meinen neuen Pfad, kann den vielleicht einfärben. Das geht übrigens hier mit dem Dropper, also mit der Farbpipette. Möchte den auch in so einem schönen Pinkton haben. Dann habe ich da die Blumen nachgezeichnet. Am einfachsten geht es natürlich, wenn ich so ein ganz hoch kontrastiertes Bild habe wie das hier. Dann kann ich da wirklich den Schwellwert super setzen und kann sagen, so, das ist mein Mondfeld. Und das kann ich dann ziemlich gut nachgezeichnet einfach so haben. Färbe ich in einem Dunkelrot. Und dann kann ich da vielleicht noch irgendwie einen Text dran schreiben. Das geht natürlich hier auch ganz einfach, dass ich hier so einen Text auswähle. Ups, sorry, da ist jetzt was schiefgegangen. Steuerung Z, wie in allen Programmen, geht natürlich auch hier. Und da kann ich dann jetzt irgendwie was dazu schreiben. Ich habe hier noch Font Awesome drin, dann kann ich noch meine Schriftart ändern und vielleicht was, was man ein bisschen besser lesen kann. So, und das hatte ich jetzt noch ganz gerne in richtig fett. Dann kann ich nochmal draufklicken und das ganze Objekt drehen. Schmetterling ziehe ich hier irgendwie ran, weil ich das schön finde, hole nochmal meine Farbpipette, Dropper, mache das in die gleiche Farbe. Und so schnell kann ich da auch, wenn ich das hier weg tue, ein relativ detailliertes, deswegen vielleicht nicht ganz ideales, aber doch irgendwie relativ fix ein ganz nettes Logo entwerfen. Und da könnt ihr ziemlich viel rumspielen, also sowohl mit Farben, mit Formen, als auch eben mit Ausschnitten aus Bildern. Und könnt ihr einfach selber mal ausprobieren. Und wenn nicht, bin auch ich natürlich noch hier und beantworte ganz viele Fragen, wenn es dazu noch welche gibt. Vielen Dank. Ich habe noch 3 Minuten, ja perfekt. Gibt es denn noch irgendwas, was zu fragen wäre? Also vielleicht noch so eine Kleinigkeit, was ich jetzt gar nicht so intensiv gezeigt habe. Man kann das hier auch auswählen. Ich habe jetzt einfach gesagt, so ja, es sind alles Pfade und habe einfach vorausgesetzt, dass ihr mir glaubt, dass es Pfade sind. Ich kann euch das auch beweisen und zwar hier
Das sind jetzt alles solche kleinen Punkte, die die Ecken der Pfade visualisieren. Ich zoome das ganz kurz mal ein bisschen ran. Und sehen das jetzt hier quasi ein bisschen größer. Und jetzt kann ich anfangen, sogar jedes dieser einzelnen kleinen Eckpunkte einzeln zu verschieben. Und das sind halt wirklich wie so, ja, Linien, die ich bewegen kann. Da gibt es dann solche Handles, das heißt, dass ich die rund ziehen kann oder eben, dass ich das eckig machen kann. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, kann ich die Ecke verschieben. Und hier habe ich diese kleinen beweglichen Ankerpunkte quasi dran, dass ich das noch schön in der Gegend rum und ein bisschen rund machen kann. Das vielleicht noch so als Hintergrund, was man auch noch tun kann. Irgendwelche Fragen, irgendwelche Wünsche, was ihr so brauchen könntet für eure Logos? Gut, erstmal nicht. Ich glaube, dann war's das. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz viel Erfolg beim Logos machen.